Die TSG Hoffenheim könnte der lachende Dritte sein an diesem Spieltag. Wolfsburg und Bayern nehmen sich im Topspiel gegenseitig die Punkte weg. Aber erstmal muss dafür Freiburg besiegt werden, denen die Verunsicherung aus den letzten Spielen nicht anzumerken ist. Nach dem enttäuschenden 0:2 gegen Nürnberg vor der Länderspielpause will Trainerin Theresa Merck heute eine Reaktion sehen. Die TSG braucht gut 10 Minuten, um ins Spiel zu finden. Erlita Mehmeti, 18 Meter Torentfernung. Zweimal hat sie in dieser Saison schon getroffen. Mit 19 Toren stellt Hoffenheim ja die beste Offensive der Liga. Der Tabellenzweite versucht das Spiel ruhig aufzubauen. Lisa Dorn angelaufen von Müller. Was ein Fehler! Völmli, 1:0 Freiburg! 14. Minute, Svenja Völmli mit ihrem dritten Saisontor. Aber das war vermutlich eines ihrer leichtesten. Dorn zögert zu lange. Starkes Pressing von Marie Müller. Und zur Krönung noch der Tunnler gegen Tufekovic. Die letzten 9 Bundesliga-Duelle gegen Freiburg hat die TSG alle gewonnen, droht diese Serie heute zu reißen. Die Breisgauerinnen drücken weiter aufs Gaspedal. Judith Steinhardt findet Völmli und plötzlich Platz für Janina Minge. Starker Angriff der Freiburgerinnen, die nach einer halben Stunde verdient in Führung liegen. Von Hoffenheim muss eine Reaktion kommen, vielleicht mal nach einem Standard. Krumbiegel, der Ball vorbei an Torhüterin Lambert. Aber die Kanadierin reagiert blitzschnell und verhindert gerade rechtzeitig den Ausgleichstreffer. Erst einen Sieg hat der Sportclub in dieser Saison gefeiert, das 2:1 gegen Werder Bremen. Heute arbeiten sie am Zweiten. Schasching mit einer Menge Freiraum. In der Mitte rutscht Kajikci knapp vorbei. Hoffmann kann den Ball dann nicht kontrollieren. Was fällt der TSG noch vor der Pause ein? Wieder Feldkampf mit einer Ecke. Lambert springt am Ball vorbei. Giacorli, freie Schussbahn. Lambert ist auch schon wieder zurück auf der Linie. Hoffenheim bleibt nach wie vor fast ausschließlich nach Standards gefährlich. 3 Minuten Nachspielzeit gibt es obendrauf. Mehmeti wird nicht wirklich angegriffen. Mara Alba sucht Corley. Und dann Achtung, Freiburger Slapstick, Corley, einmal Latte, zweimal, dreimal. Was für eine irre Szene, der Ball ist tatsächlich nicht drin. Der Sportclub scheint mit dem Aluminium einen neuen Verbündeten zu haben. Dann ist Pause, die TSG ist erst in der Schlussphase wirklich gefährlich geworden. Stefan Lerch muss sich einen Plan überlegen, wenn die TSG weiter ungeschlagen bleiben will. Zweiter Durchgang, wieder kommt Freiburg etwas aktiver aus der Kabine. Lerch hat die Breisgauerinnen vor dem Spiel als Wundertüte beschrieben, bislang allerdings ohne positive Überraschungen für die TSG. Kajikci kämpft sich da in den 16er, immer noch Kajikci! Eine ganz starke Einzelaktion, Freiburg legt nach! Hasret Kajikci, die Kapitänin, tankt sich da klasse durch und trifft zum bereits 62. Mal in der Bundesliga. Der Schock für Hoffenheim nach der Pause, aber die Antwort kommt nach einer Stunde. Diesmal der Sportclub mit einem Ballverlust. Mara Alba auf Nicole Biller, der Anschlusstreffer. Jetzt ist hier richtig Leben in der Bude. Hoffenheim kämpft sich zurück. Mara Alba, 18 Jahre alt, setzt erfolgreich gegen Axtmann nach. Es ist bereits ihr 7. Scorerpunkt in dieser Saison. Billa macht dieses Baden-Derby wieder spannend. Und die TSG will jetzt mehr. Eine Viertelstunde ist noch auf der Uhr. Billa legt ab für Jansens. Bei den Kraichgauerinnen wird weiter Top-Torjägerin Melissa Kössler vermisst, die mit einer Syndesmosebandverletzung bis zur Winterpause ausfällt. 82. Minute, Hoffenheim drückt und Freiburg kontert. Cora Zikai.
Eine Körpertäuschung vorbei an Specht und rein ins Glück. 3:1 ist das die Entscheidung. Die TSG steht hinten völlig offen. Specht lässt sich zu leicht von Zikai austanzen. Die 18-Jährige mit ihrem zweiten Saisontor. 5 Minuten gibt es an Nachspielzeit. Was kann die TSG noch ausrichten? Der Wille ist zumindest ungebrochen. Kasala auf Mehmeti. Erleta, Mehmeti! Was für ein Hammer! Da ist Lambert aber mal sowas von machtlos. Viel präziser kannst du den eigentlich nicht einschweißen. Aber der Treffer kommt zu spät. Freiburg gewinnt mit 3:2 und beendet Hoffenheims Ungeschlagen-Serie. Gleichzeitig ist es der erste Punktgewinn des Sportclubs gegen die TSG seit über 5 Jahren. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.